Jo. Stop. Ansage. Stop, Puppe und ich in der Wanne. In der Saarwanne. Wir sind unterwegs. Genau. Wir sind unterwegs bei Call. Bei Call of the Wild. Hunter Wanne. Saarwanne. Genau. Ja. Also, wir haben ja vorhin in der letzten Aufnahme, habt ihr ja gesehen, ein bisschen buggy die Fahrzeuge, aber. Ja. Einen Trick wir haben Gott sei Dank durch den Toast Agent einen guten Trick bekommen. Also wir brauchen praktisch, wenn wir abgestiegen sind, habt ihr ja gesehen, dann haben wir ja das ganze Inventar nicht mehr. Wir brauchen nur auf die 1 drücken oben und dann haben wir wieder alles. Okay, gut. Genau. Also, wir eiern jetzt die Karte ab. Ich zeige sie euch nochmal. Wir fahren jetzt in welche Richtung? Ich mache die Map offen. Wir fahren jetzt in welche Richtung? Nach rechts. Na, rechts ist doof, wenn ich die Karte zeige, ne? Ich gucke von oben drauf. Ja. Und wenn wir nach rechts fahren, fahren wir zum ersten Fragezeichen. Also praktisch geradeaus rüber. Von da aus gesehen. Wir können, ja, egal. Ich fahre dir einfach hinterher. Dort ja? Fahren wir einfach ja, hinterher. Ja. Ich hab's geahnt. Ich fahre dir hinterher. Warum sehe ich mich nicht? Weiß ich nicht. Moment. So, jetzt aber. Ich kann auf mein Fahrzeug nicht steigen. Warum? Ja. Ich habe keine Ahnung. Pippi, ich kann es dir nicht sagen. Nicht draufsteigen auf das Fahrzeug, doch okay, jetzt. Alles klar, los geht's, fahr los. Okay. Wir erkunden jetzt die Karte. Also zumindest erkunden wir jetzt erstmal das Gebiet, und zwar genau. Die Zentralsavanne. Dann schauen wir mal. Bevor wir richtig jagen gehen, finde ich, ist es wichtig, dass wir erstmal alles erkundet haben. Ja, ja, sehe ich auch so. Ah, hier ist ein Wasserloch. Na, das ist immer gut zu wissen. Da sind ja meistens Warzenschweine und so. Da kommen die Tiere eigentlich immer mal hin. Wow. Genau. Hier kann man wieder so einen Ausguck basteln. Ob wir das jetzt unbedingt machen müssen, weiß ich nicht. Naja, so ein Wasserloch ist schon gut, ne? Also sollen wir den bauen? Wie viel kostet der denn? 1700. Ja, bau den mal. Aber kann ja nur einer drauf, ne? Du musst den ja auch bauen. Das ist egal, ich hab da noch ein Zelt. Ich betrete den mal, damit die Leute das sehen können. Ja, mach das. Oh, nee, ich kann da auch rein. Ja, dann komm mal rein. Boah, geil. Mega. Ja, da kannst du aber schießen, du. Ja. Da kann man mal so eine Nacht aushalten hier. Ja, würde ich mal sagen, ja. Mega, oder? Ja. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Hey. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass wir die Knarren wieder haben? Ja, ja. Mega. Okay, gut, dann gehen wir weiter. Nächster genau, Punkt. Nächster Punkt ist dann hier. Auf der Map. Kannst du da nicht irgendwie, du kannst das doch irgendwie markieren, oder nicht? Hab ich doch. Wegpunkt setzen, ne? Ja. Du meinst den hier, ne? Oben drüber. Genau. Ist das oben drüber? Ich weiß jetzt nicht, wo wir sind. Ich gehe jetzt einfach mal im Uhrzeigersinn, oben drüber. Egal, ich fahre einfach hinterher. Ich verlaufe mich nachher. Schrei ich wieder, Pippi, warte! Okay, da hinten hin, los geht's. Ja, weil, so, und go. Hallo. Rasenmäher. Hört sich an wie ein Rasenmäher, oder? Ja, so ein bisschen, ne? Ja, ja. Ja, aber es ist echt schön hier. Also... Muss ich ja mal schon sagen. Ja, ist besser als durch den Wald zu rennen erstmal. Ja, oha, 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 guck mal. Was ist das? Was war denn das für ein Tier? Wo denn? Hast du nicht gesehen, ne? Ja, ja. Oh! Da bleibt die einfach stehen. Oh, ich weiß nicht, das war ein Spießbock oder ein Nashorn oder irgendwie sowas. Oh, ein Spießbraten im Brötchen. Ein Spießbraten.
Mein Aussichtspunkt. Ja, bitte halt dich fern von mir. Ja, ja, ich schau ab. Ah, da, genau, das ist ein Affenbrotbaum. Genau. Das ist ein Affenbrotbaum. Affenbrotbaum. Ah. Das gibt ja Punkte, da kriegt man ja XP für, wenn man das alles so findet. Mhm. Also es ist so, dass du in dem Spiel, also wie eigentlich, was ja eigentlich normal ist, dass du überall, wo du bist, und zwar diese Aussichtspunkte oder sonst irgendwas, da kriegst du immer XP für. Super, haben wir gefunden. Auch wenn du was baust, voll geil. Ja. So. Ja. Ich, kann ich da hinten meinen Dingspunkt wegmachen? Entfernen. Ich fahre dir einfach hinterher. So, jetzt nehmen wir das nächste Haus, ne? Dann genau. Haben wir den nächsten Außenposten. Ja, ja, ja. Cool. Ich versuche doch mal so einen Wegpunkt zu setzen. Das war ja eigentlich die Idee. Genau, dann machen wir das auch. Dann nehmen wir jetzt den nächsten Außenposten. Ach, das ist ja dein Auto. Okay, und go. Okay, ich fahre hinterher. Du, mach das. Schnappen uns den nächsten Außenposten. Ey, das macht wieder, wenn man so lange Zeit nicht gespielt hat, macht aber wirklich Spaß, ne? Richtig Bock, ne? Macht richtig Spaß. Absolut, ey. Ich mag die Map. Die Map finde ich echt toll. Ja. Oh! Oi, 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 oi! Boah! Ja, Pippi fällt auch bei Forza. Ja, ja, ich hab's. Ja, ja, auf jeden Fall. Ah, guck mal, hier ist ein Weg. So, unser nächster Außenposten. Ja. Oh, den wir uns nehmen. Sehr gut. Cool. Hast du die Fahne oder soll ich machen? Nee, du musst es auch machen. Ja, habe ich gemacht. Ja, ja. So, das ist unser nächster Außenposten. Mhm. Wo wir dann, wenn wir dann mal irgendwo in der Nähe sind, dass wir dann hier hin können und ist schon mega irgendwo. Auf jeden Fall. So, Karte gucken. Dann kann ich mein Dings wieder wegnehmen hier. Jetzt auf jeden Fall den nächsten Wegpunkt. Ich guck mal gerade kurz auf der Map ein bisschen rum. Ja, oben in der Ecke jetzt. Und das ist dann erstmal der letzte und dann fahren wir nach links rüber. Genau. Genau, haben wir die ganze rechte Seite gemacht? Genau, wir eiern jetzt... Ja, unten ist, glaube ich, noch einer, ne? Unten ist, glaube ich, noch ein Punkt. Nee, dann nicht unten? Nee, dann haben wir die rechte Seite voll. Wenn wir den Weg haben, haben wir rechte die rechte Seite voll. Und dann haben wir noch die linke Seite. Dann haben wir zentral Savanne erstmal fertig. Nee, 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 nee. Guck mal links rüber. Da ist auch noch, gehört auch noch dazu. Ich hab doch gesagt, die linke Seite beim nächsten Mal. Ach und dann so. Sind wir fertig. Ja, jetzt hab ich's verstanden. Okay, hat etwas gedauert. Ich brauche immer etwas länger. Okay, 660 Meter. Da sind wir da, Pippi. Also, let's go. Ich möchte auch mal. Folge mir! Okay. Oh, hier ruft was? Mein Gott, das war hohes Gras. Hab ich überholt? Ja, überholt. Oh, Bäume, Bäume, Bäume. Oh, Scheiße! Oh, ich glaube, ich habe hier was entdeckt. Oder? Das sieht mir nach einer Liegestelle aus. Aua. Warte mal, ich möchte wissen, welche Tiere das sind. Ja, guck mal nach. Ich guck mal. Kleiner Kudu. Kleine Kudos ist eines der begehrendsten Ziele für Trophäenjäger. Der an einem langen, spiralförmigen Hörnern sofort erkennbare Kudu. Ja, konnte nicht weiter. Okay. Weiterlesen. War zu schnell weg. Naja, gut. Dann fahren wir weiter. Am Wasserloch hier vorbei. Oh. Aber irgendwann ruft hier. Weißt du, wo es denn ist? Ja, ja. Irgendein
Ein Tier kackt sich gerade in der Hose, weil wir hier lang fahren. Ah. Ich fahr unter Wasser. Du fährst unter Wasser? Ja, bin ich gerade. Wieder einen Aussichtsturm, den basteln wir natürlich auch wieder zusammen. Ah ja, gute Idee. Oh, ich drifte. Wieder 1700, egal. Haben wir. Ist auch wieder schön am Wasserloch. Ey, da ist ja noch... Püppi, der ist ja noch besser. Ja? Ja, klar. Guck mal. Wenn du hier drin bist, von hier oben. Hast du direkt... Warte, ich geh mal rein. Ja. Guck dir das mal an. Oh ja, geil. Da kannst du, da siehst du dann schön. Alles, ey. Schön. Cool, oder? Was ich doof finde, dass man sich hier nicht hinsetzen kann. Oder kann man das? Ich weiß das gar nicht mehr. Oh mein Gott. Mein Gott, was? Oh Gott, das hört sich an, ey. Cool, aber irgendwie, ne? So, Karte haben wir geschafft. Mhm. So, das haben wir. Schau mal gerade im Fernglas. Ja. Jetzt müssten wir eigentlich. Echt schön. Links rüber. Echt schön. Also ist mega groß eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja, ist es auch. Also die Map ist riesig. Und vor allen Dingen ist das jetzt, was wir im Moment machen, ja nur, ich mache mal ein bisschen kleiner, dann seht ihr das. Schaut mal. Also wir sind nur in dem Kleinen hier. Das ist ja nur Wuxa, heißt das ja. Das ist ein etwas größeres Gebiet. Aber wenn man jetzt ranzoomt, wir gehen ja immer hier von diesen Grenzen aus. Zentralsavanne, meine ich. Ist schon mega, oder? Ja. Wenn man sich das mal so anguckt, ey, das ist schon nicht wenig. Das ist schon echt groß, ja. Ja? So, okay. Also, fahren wir weiter oder machen wir Pause? Was haben wir noch? Ja, wir könnten noch. Ja, machen wir noch einen. Wir können noch zwei, drei Dinger kümmern. Oh. Oh, ein Spießbock, Warnruf. Oh, dann ist der nicht weit weg. Nee. Dann lass uns mal gucken, ich komme hier nicht raus. Der war einfacher, hier, wenn wir das über die Tastenbelegung machen. Ich hab ihn. Ja, da hinten ist er. Da kannst du nicht schießen. Der haut ab. Ah, aber... Oh, Don, du bist doof. Jetzt kommen die nicht mehr hierher, wenn du hier geschossen hast. Ach, hab ich noch gar nicht getroffen. Die kommen. Das spielt keine Rolle. Da oben ist noch einer. Wo? Da. Den schießen wir aber nicht, ne? Nee, aber die sehen toll aus. Lass ihn laufen. Lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Oder wir auf können hier, wie, was? Wir können hier einen auf Disney machen. Lass ihn los. Lass ihn los. Tschüss. Hinein ins Wasserloch. Okay, komm. Wir gehen weiter, bevor ich anfange, Elsa zu zitieren. Okay, lass uns weiterfahren. Lass uns zum nächsten Punkt. Du siehst auf mein Auto, glaube ich. Oder nee, doch nicht. Nein. Ja, ist ja gut. Nicht auf deinem Auto. Ich? Voll. Moment, geradeaus ist auch wieder irgendwas. Egal, fahr einfach los. Nein, wir fahren jetzt einfach mal. Oh, da hinten ist noch. Oh, guck mal. Warte mal. Bleib mal stehen. Da oben. Siehst du? Ja, ich hab ihn gesehen. Bleib mal stehen, Pipi. Ja, was denn? Oh, Don. Ich muss mal was ändern kurz. Kleinen Moment. Ich muss mal eben kurz in. Weil die Anzeige, ne? Wenn ich jetzt mal so gucke, Grafik, da hast du doch irgendwie das Sichtfeld geändert, ne? Ja. Das war wo? Bei Spiel, ne? Kann sein, ja. Sichtfeld. Oder Blickfeld, ne? Ja, irgendwie sowas, ja. Warum? Wenn du da auf 90% gehst, ne? Ja. Dann hast du wirklich. Ich dachte, das wäre anders. Okay, wenn du auf 50% gehst, dann bist du weit weg oder was, ne? Lass mich mal gucken. Ja.
Ja, da ist halt genauso, als wenn du wirklich gucken würdest. Okay. Und so hast du wenigstens noch. Okay, da muss ich das nochmal ändern. Kleinen Moment, ich wollte das nochmal ausprobieren. Auf 90% lasse ich das. Hm? Habe ich 90. auch auf 90 gelassen, okay, ja. Okay, alles klar. Okay, wir können weiter. Okay. Wir machen den nächsten Punkt. Machen den nächsten Punkt auf unserer Karte. Oh ja. Oh ja. Bär, Bär, Bär. Nein, hier gibt's keinen Bär. Bär, Bär, Bär. Löwe, Löwe, Löwe. Löwe, Löwe, Löwe. Oh, direkt voraus ist ein Tier. Was uns gehört hat. Ja, wir sind ja auch ziemlich leise, ne? Weißt du, was mich interessiert? Was denn? Wir fahren ja gerade auf diesen großen Felsen zu, ne? Ja, wir fahren auf den Felsen. Ah, Springbock Da würde mich mal interessieren, wie das da oben aussieht. Wo? Oh, da oben auf dem Berg? Da kommen wir auch noch hin. Bleib mal stehen. Nichts machen. Stehen bleiben. Einmal ein Bild machen. Tück. Okay. Und weiter. Okay. Ja, ich wollte nur... Warte mal. Ich würde gerne wissen, was hier ist. Manchmal zeigt er ja auch... Oh. Oh, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier? Hier wird mir ein Z angezeigt. Siehst du das? Nee. Nee? Dann ist es ein Bug. Na gut, macht nix. Okay, komm weiter. Okay, ich komm weiter. Da vorne ist eine Straße. Das ist gut. Ja, aber... Ja, sicher. Ich fahre vor den einzigsten Baum, der hier in der Savanne steht. Ah. Was auch sonst. Ja, guck mal, hier ist eine Hauptstraße. Ah. Ja, ich versuche schon so zu fahren, dass wir außen rum um die Bäume rumfahren, nicht durch die Bäume durch. Ja, ja. Savanna Unana. So. Ja, kann man auch sagen, ne? Der letzte Punkt für heute, für die Runde. Oh, scheiße. Ja, danke. Erstmal gegen die Bäume. Nicht Havanna, Savanna. Genau, Savanna Unana. So, den machen wir noch fertig und dann machen wir Päuschen. Gesangfolklore 3. Also, ihr könnt ja auch Pause machen, könnt euch das durchlesen, was da steht. Und wir eiern dann, wir treffen uns beim nächsten Punkt, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Genau, also Leute, dann macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Punkt. Bis dann, bye. Ciao.